Willkommen zum Familie & Co. Filmtipp der Woche, der diesmal besonders bärig wird. Mein Name ist Philipp Greifenberg. Ich bin Redakteur für die Familienzeitschrift Familie & Co. Und heute geht es um Paddington 2. Wieder tummelt sich ein animierter Bär in einem realen London. Das heißt, Paddingtons London ist so bonbon-bunt durchgestylt, dass es wie eine Fantasiewelt aussieht. Und auch ein Gefängnis wie das, in dem Paddington landet, kann es nur im Film geben. Mit Blumenkästen vor den Zellentüren, livrierten Kellnern und Petit Four zum Dessert. Aber Moment mal, Paddington, der höfliche, manierliche Bär, im Gefängnis? Das kann gar nicht sein. Doch, denn die Filmemacher schicken ihren pelzigen Helden diesmal in ein Abenteuer, bei dem Paddington irre komische Unglückliche als Friseur und Fensterputzer erlebt, als Einbrecher verurteilt wird, im Knast landet und am Ende sogar zum Ausbrecher wird. Dabei wollte Paddington doch nur seiner Tante Lucy ein Geschenk zum 100. Geburtstag machen. Aber hinter dem alten Pop-Up-Buch, auf das er sich gespitzt hat, sind finstere Gestalten her. Paddington 2 ist pures Kinovergnügen mit einer Hauptfigur, die man einfach lieben muss. Mr. Gruber? Oh, was ist das? Ah, das ist London. Es ist wunderschön. Tante Lucy hat immer davon geträumt, nach London zu kommen. Würde sie das hier sehen, wäre es so, als wäre sie doch endlich hier. Tante Lucy! Oh, Paddington. Das ist perfekt. Ich habe eine echt brillante Idee. Ich besorge mir einen Job und kaufe dieses Buch für Tante Lucy. Hallo, Fensterputzer. Oh. Bist du sicher, dass du für die Arbeitswelt bereit bist, Paddington? Das ist Phoenix Buchanan. Dads Lieblingsschauspieler. Ich nehme an, du weißt, wer ich bin. Oh ja, Sie sind ein sehr berühmter Schauspieler. VIP? Eine Berühmtheit? Oder waren es früher einmal? Jetzt drehen Sie Werbespots für Hundefutter. Dieses Pop-Up-Buch. Wo in aller Welt hast du es gefunden? Mr. Grubers Antiquitätengeschäft. Stehen bleiben! Ein Dieb! Hey! Keine Bewegung! Aber ich bin nicht der Dieb! Geheimnisvolle Dinge geschehen in der ganzen Stadt. Wir sind wieder reich. Vielleicht sehe ich ja aus wie ein abgebrühter Verbrecher, aber ich bin unschuldig. Wir brauchen einen idiotensicheren Plan. Wenn jemand einen Verbrecher erkennen kann, sind wir das. Er ist ein Meister der Tarnung. Das ist nichts anderes als Einbruch. Es ist doch gar nichts zu Bruch gegangen. Wo soll's denn hingehen, Bär? Paddington würde nicht zögern, wenn irgendeiner von uns Hilfe bräuchte. Er sucht das Gute in uns allen. Orangenmarmelade? Hereinspaziert. Na los, Wolfie!